Guten Morgen, liebe Thailand-Fans. Ich bin gerade erst aufgewacht und habe mir überlegt, ich filme mal ein bisschen unseren Tag hier und zeige euch mal, wo wir aktuell eigentlich so in Phuket leben. Viel Spaß dabei. So sieht das hier jeden Morgen aus. Ne? Gestern hat es zusätzlich noch geregnet und ein bisschen gestürmt. Und das wird jetzt Zeit, das mal alles hier ein bisschen aufzuräumen. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Oder was meint ihr? Die verfluchten Moskitos. Wer kennt das Problem nicht? Das war wirklich erfrischend, jetzt hier eine Runde zu schwimmen. Jetzt gehe ich duschen und dann mache ich mich direkt an die Arbeit. Sarah ist schon wieder früh am Morgen fleißig und kontrolliert eure Einsendeaufgaben. So, das sind die E-Mails hier von gestern Sonntag. Ja. Und wenn du hier mal schaust, alles, was im Anhang gekennzeichnet ist, das sind so gut wie alles eure Einsendeaufgaben. Und die werde ich jetzt gemeinsam weiter mit Sarah korrigieren und natürlich werde ich auch eure Kommentare und E-Mails beantworten. So, hier gibt es eine Bewertung auf Facebook vom lieben Michael Meyer. Vor 2 Stunden ist die eingetroffen. Ich lese euch mal kurz vor. Ich bin begeistert, mittlerweile relativ schnell 7 Lektionen geschafft zu haben. Mit viel Spaß und der Lernerfolg ist klasse. Durch das Lernen der Schrift, ja, das geht, es sah immer so fremd aus, nun schon recht vertraut, versteht man, was man lernt und lernt auch die Aussprache, statt nur Vokabeln zu lernen, die dann nur teils verstanden werden. Es ist sehr logisch aufgebaut, die Videos äußerst motivierend und haben viele wichtige Tipps. Die Aufgabenbearbeitung ist super schnell. Ich bin eher kritisch und bin über die freien Angebote auf der Website, YouTube und die freien Sonntag-Live-Chats überzeugt worden. Und nun als Kunde sind meine Erwartungen noch deutlich übertroffen worden. Thai ist natürlich für Deutsche schwerer als verwandte Sprachen, aber Silko ermutigt in seinen Videos sehr gut und weiß, wo die Probleme liegen. Ich bleibe sicher bis zum Ende des Kurses dabei. Alle Nationen freuen sich, wenn man ihre Sprache ein wenig lernt. Das ist schließlich ein Zeichen des Respekts und der Zuwendung. Thailänder freuen sich, denke ich, noch etwas mehr als der Durchschnitt. Es lohnt sich, etwas Thai zu lernen, wenn man das Land mag. Ich kann mich da nur anschließen bei dem, was Michael gesagt hat. Thailand kann wirklich Spaß machen, wenn man die richtige Anleitung hat. Und es ist vor allem wichtig, dass man sich zumindest ein bisschen mit der Sprache seines Gastlandes beschäftigt. Und erst letzte Woche wieder habe ich in verschiedenen Facebook-Gruppen Diskussionen gesehen, wo es darum ging, wie viel Geld man denn einplanen sollte, wenn man nach Thailand auswandert. Und was mich immer wieder überrascht, ist, dass in 99% der Fälle niemand darüber spricht, Kosten für die Weiterbildung einzukalkulieren. Also sei es ein Schulbesuch oder einen Online-Kurs mit uns, denn das ist doch eigentlich das Wichtigste, was man mitmachen sollte, wenn man auswandert, dass man sich vornimmt, die Sprache seines Gastlandes zu lernen. Wenn ihr uns ebenfalls unterstützen wollt, dann macht gern solche Bewertungen bei Facebook oder Google. Die Links dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Kopf und Krab. Dann habe ich gerade noch was Tolles gesehen in unserer Thailand-Gruppe, in unserer privaten Facebook-Gruppe. Ja, den Link packe ich dir auch gerne in die Videobeschreibung. Und der gute Martin Köhler hier, der hat ein Excel-Dokument erstellt, wo man schön die Vokabeln speichern, sortieren und filtern kann. Vielen Dank, Martin, dass du dir die Mühe machst und dein Wissen mit der Community teilst. Das ist wirklich klasse. So, liebe Freunde, es sind jetzt einige Stunden vergangen. Die wichtigsten Arbeiten sind erledigt. Ihr habt eure
Einsendeaufgaben zurückbekommen. Und was ich euch jetzt noch zeige, ist das Haus. Und während ich das mache, schreibt mal sehr gern in die Kommentare, was ihr denkt, wie teuer dieses Haus pro Nacht ist. Entweder in Euro oder in Teilbad. Und am Ende des Videos gebe ich euch dann die Auflösung. Los geht's! Ich stehe jetzt hier am Eingangstor, ja, das kann man hier elektronisch öffnen. Dann kann man hier einmal rum ums Haus. Da hinten stehen die Wassertanks. Hier steht mein etwas vernachlässigtes Motorbike, das braucht dringend mal eine Dusche. Und dann kommt man eben hier direkt in den Garten. Ja, hat hier den Pool und den Außenbereich. Da hinten links, zeige ich euch vielleicht noch später, gibt es ein kleines Gartenhaus, wo man auch grillen kann. Okay, und dann gehen wir mal rein und schauen uns das mal etwas genauer an. Also das hier ist der Wohnbereich. Ja. Den hatte ich ja vorhin schon kurz gezeigt im Video mit der Küche. Und dann gehen wir mal ins Schlafzimmer Nummer 1. Ja. Das ist hier ein sehr schönes Schlafzimmer, aktuell für Gäste reserviert. Okay, schön mit dem Blick und Zugang zum Pool. Kann man einfach hier öffnen und dann kann der Spaß beginnen sozusagen. Hallöchen. Und hier gibt es auch noch ein Badezimmer. Ja, sich dann machen mit Dusche. Okay, ganz übliches Badezimmer. Das ist die unterste Etage. Dann gehen wir mal die Treppen rauf, beziehungsweise gibt es hier noch ein Gäste-WC auch. Ja, von der Küche und vom Wohnhaus aus zugänglich. Wenn es mal schnell gehen muss. Ja, hier ist so ein bisschen ja, Lagerfläche, okay. Abstellmöglichkeiten. Dann geht es die Treppe nach oben. Ja, dann geht es hier links ebenfalls nochmal ein weiteres Schlafzimmer. Großer Kleiderschrank, okay, nur mit schöner Aussicht. Ins Grüne, da ist das Bett. Bisschen kleiner, okay, bisschen eng für zwei Personen. Und auch hier wieder ein Badezimmer. Plus hier der Zugang zur Terrasse, ja, das ist natürlich sehr gut. Nur aktuell leider viel zu warm, ne? Man muss wirklich bis abends warten. Aber man kann dann hier draußen sitzen, sehr schön. Ja, und hat eine wunderbare Aussicht hier. Die zeige ich euch gleich nochmal. Und dann geht es ins dritte und letzte Schlafzimmer. Hier schlafen wir, okay. Schön großes Bett. Und auch hier ebenfalls eine schöne Aussicht. Ja, hier kann man morgens dann raustreten. Ja, erstmal einen Blick auf den Pool werfen. Man hat wirklich viel Natur. Ihr hört es auch. Also das ist nach anderthalb Monaten strenger Quarantäne in Phuket eine echte Wohltat. Ja. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber in Phuket waren ja auch diese Sub-Districts gesperrt. Also man konnte noch nicht mal in einen anderen Bezirk fahren. Und das war wirklich schon auf die Dauer sehr belastend. So, hier das letzte Badezimmer. Ja, und das ist unser kleines Poolhäuschen. So, liebe Freunde, ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Zur Auflösung, dieses Haus kostet 1560 Baht beziehungsweise ca. 45 Euro pro Nacht für die Größe und das, was man geboten bekommt, also das Wasser ist inklusive Internet, nur Stromkosten werden extra berechnet, finde ich das ein ganz faires Angebot. Was meinst du? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bin sehr gespannt, wer da richtig lag. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich freue mich, euch dann im nächsten Video wiederzusehen. Sawasdee krab und bis bald.